Damen und Herren, Aufgabe 24. Und zwar, da geht es jetzt um die Normalverteilung. Also, da gibt es jetzt wieder einen Goldbarren und so weiter und so weiter. Und da gibt es natürlich auch Abweichungen des Gewichts. Und wir hatten jetzt hier eine Standardabweichung von 1,5 Gramm bei einem Mittel von 990. Und wir gehen jetzt hier davon aus, dass das jetzt hier dann normal verteilt ist. Also hier würden Sie natürlich auch die normal verteilt gesagt bekommen in dem Fall. Sie müssen das jetzt hier dann nicht erkennen, also aus dem zentralen Grenzwertsatz. Von daher ist jetzt hier dann nur einfach die Übung, dass man jetzt hier dann die Normalverteilung dann anwenden soll. Erste Frage wäre jetzt hier dann auch nochmal gleich jetzt hier dann auch zu bestimmen, aber wir hatten jetzt hier dann eine normal verteilte Zufallszahl mit einer Erwartungswert von 990. Das ist jetzt hier dann quasi jetzt hier dann der Mittelwert, den man jetzt hier dann hätte, ne? Der theoretische Mittelwert, und jetzt hier dann 1,5 ist jetzt hier dann die Standardabweichung, deswegen 1,5 zum Quadrat ist ja die Varianz. Das benutzt man jetzt hier dann für die Deklaration. Also das ist jetzt hier dann wichtig für die Deklaration im Prinzip, nur weil man sich jetzt hier darauf verständigt hat, dass bei der Deklaration der Normalverteilung den Erwartungswert und die Varianz angibt und nicht die Standardabweichung angibt. Also was Sie dann noch immer als zweites sehen, das soll jetzt hier in dem Fall dann die Varianz dann sein und nicht die Standardabweichung. Ich benutze jetzt hier das, um die Aufgabe A zu beantworten, und zwar die Wahrscheinlichkeit ist gesucht, dass jetzt hier dann ein Barren mindestens 987,5 Gramm letzten Endeffekt dann wiegen soll. Also ich habe das jetzt hier nochmal hingeschrieben, wie man jetzt hier dann machen würde. Na, also das sind jetzt hier dann die Formelchen, die ich jetzt hier dann habe. Und zwar, also wenn jetzt hier dann x normal verteilt ist mit Erwartungswert mu und Varianz Sigma Quadrat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass x einen bestimmten Wert k nicht überschreitet, nichts anderes als der Wert der Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung an der Stelle k minus mu geteilt durch Sigma. Warum das so ist, hatte ich in der Vorlesung erzählt. Ja, also ich behalte mir sozusagen jetzt hier diese Formel dann bei. Und wende das jetzt hier dann nur noch in der Aufgabe an. Also jetzt hier gerade im Sinne der Tutorien ist dann sozusagen die Anwendung jetzt hier dann nur im Prinzip jetzt hier dann zu machen. Die Herleitung brauchen Sie natürlich nicht. Der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle minus k ist dann offensichtlich 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k. Das liegt daran, dass die Dichtefunktion symmetrisch ist, nicht wahr? Das heißt, die Fläche bis minus 2 zum Beispiel ist genauso groß wie die Fläche ab plus 2. Und die Fläche ab plus 2 ist dann wiederum die Gesamtfläche, ja 1 minus abzüglich der Fläche bis 2, ne? Weil die Dichtefunktion symmetrisch ist. Bitte beachten Sie, nicht die Verteilungsfunktion ist symmetrisch zur y-Achse, sondern die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung ist symmetrisch zur y-Achse. Das sollten Sie jetzt hier nochmal dann quasi im Hinterkopf behalten. Also die Formel gilt aber, weil die Dichte symmetrisch ist, nicht weil die Verteilungsfunktion symmetrisch ist. Dann habe ich jetzt hier nochmal eine Formel für die Berechnung des p-Quantils der Verteilung von x. Und dann hier nochmal das z-Quantil, also das p-Quantil für die Standardnormalverteilung ist jetzt natürlich dann genauso groß wie der negative Wert des 1 minus p-Quantils. Das liegt auch daran, dass die Dichtefunktion symmetrisch ist, nicht wahr? Also zum Beispiel das 2,5%-Quantil der Verteilung ist dann der negative Wert des 97,5%-Quantils der Verteilung. Ja? Also um jetzt hier mal die Analogie jetzt hier zu machen, das 5%-Quantil der Verteilung, nicht wahr? Also der Wert, der im Prinzip jetzt hier dann eine Fläche generiert von minus unendlich bis zu dem Wert natürlich jetzt hier dann was 5% sein soll, ist genauso groß. Also ist der negative Wert des 95%-Quantils. Warum? Weil die Dichtefunktion jetzt hier dann wieder symmetrisch ist. Ne? Aber ne, dass Sie das jetzt hier dann mal dann sehen. Gut, also ich habe jetzt hier dann diese Formelchen hier vorbereitet, mit denen werde ich dann arbeiten. Ich werde jetzt hier dann sämtliche Sachen damit dann ausrechnen, die jetzt hier dann relevant sind, zum Beispiel jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier dann das Gewicht größer gleich 987,5 Gramm sein soll. Ich berechne das über die Gegenwahrscheinlichkeit, ne? Also das Gegenereignis im Prinzip jetzt hier dann ist das hier, ne? Dass es kleiner ist, ne? Also das Gegenteil von mindestens ist nicht also in dem Fall, ne? Sondern jetzt nicht höchstens, sondern jetzt hier dann in dem Fall, dass es jetzt hier dann kleiner ist, aber hier, da jetzt hier dann die Normalverteilung eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass x kleiner ist als 987,5, genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass x höchstens 987,5 ist. Das gilt im Allgemeinen nicht, meine Damen und Herren. Also bei diskreten Verteilungen müssen Sie aufpassen. Also da können Sie sozusagen kleiner bzw. kleiner gleich nicht immer letzten Endeffekt so jetzt hier dann einfach ignorieren, wenn man so will. Ja, weil faktisch habe ich es eigentlich im Prinzip ja ignoriert. Aber hier ist es ja so, dass die Normalverteilung eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Und das gilt ja im Prinzip für jede stetige Verteilung, ne? Die man jetzt hier da hat. Ne? Das können Sie sich dann merken. Also wie gesagt, bei stetigen Verteilungen ist es egal, ob kleine oder kleine gleich. Aber ich habe das jetzt hier dann trotzdem nochmal hingeschrieben, um das jetzt hier dann zu verdeutlichen. Nicht wahr? Also da, dass man das jetzt hier dann nochmal sehen dann hätte. Und wenn ich das jetzt hier dann berechnen will, diese Wahrscheinlichkeit, dann muss ich jetzt hier dann die Formel nehmen. Das heißt, ich muss in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung den Wert k minus μ geteilt durch Sigma einsetzen. Aber k wäre jetzt hier dann 987,5.
aus dieser Formel, dann μ wäre jetzt in der 99, das heißt, also ich rechne jetzt 987,5 minus 990 geteilt durch die Standardabweichung, was jetzt hier 1,5 war, nicht die Varianz teilen, sondern durch die Standardabweichung teilen. Und dann hätten Sie jetzt hier einen Wert jetzt hier von minus 5 Drittel, was Sie in die Verteilungsfunktion einsetzen würden. Ja, also in die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, was Sie dann einsetzen müssen. Ja. Da kommt jetzt hier nochmal die Problematik mit der Rundung ins Spiel. Also da hat mich jetzt auch jemand gefragt, wie soll man da runden und so weiter. Also hier nochmal gerade jetzt hier die Antwort ganz normal. Ja, also erstmal ganz normal. Schwierig wird es jetzt ein bisschen beim p-Wert. Ne? Das ist dann sozusagen ein bisschen tricky. Ja? Ich muss jetzt die Klausur natürlich so stellen, als würden Sie jetzt mit den Verteilungstabellen arbeiten. Das heißt, wenn Sie mit Taschenrechner, dass Sie dann mehr oder weniger etwas genauer berechnen könnte, würde das Ergebnis jetzt hier dann abweichen, weil Sie in die Verteilungstabelle nicht direkt jetzt hier dann minus 5 Drittel einsetzen können. Bevor ich das jetzt hier aber umrechne, mache ich mir jetzt hier in dem Fall die Symmetrieeigenschaft der Dichte zunutze. Gucken Sie mal, das mache ich mit der Formel. Das heißt also 1 minus der Wert der Verteilungsfunktion an der Stelle k ist dann der negative Wert der Verteilung, also der Wert der Verteilungsfunktion an der negativen Stelle. Also von dem Wert, was ich jetzt hier dann einsetze. Das heißt also, das muss ich jetzt einfach mit minus 1 multiplizieren, dann hätte ich jetzt einfach nur den Wert der Verteilungsfunktion statt der 4, 5 Drittel, ne, was ich jetzt hier einsetze. Nicht 4, sorry, ich habe glaube ich 4 Drittel gesagt, aber 5 Drittel waren es. Ja? Also so können Sie sozusagen jetzt hier dann nochmal einen kleinen Zwischenschritt jetzt hier dann machen. Sie müssen das jetzt hier dann nicht tun, ja, weil die Werte sind jetzt hier dann auch da. Also die negativen Werte können Sie auch machen. Aber ich habe es mal gemacht, da muss ich das dann hier von 1 abziehen und so und wie auch immer. So, das heißt, wir runden jetzt hier in dem Fall auf 1,67. Nicht wahr? Also hier, wie gesagt, wir runden ganz normal. Wir müssen jetzt hier aufrunden. Also 1,666666, ne? Also bei 1,6 Periode runde ich auf 1,67. Ich muss auf zwei Stellen runden, normalerweise. Muss sein. Ja? Und dann schaue ich danach, was es jetzt hier dann wäre bei der Verteilungsfunktion. Und zwar gehen Sie jetzt hier in die Zeile, wo dann 1,6 steht. Gehen Sie in die Spalte, wo 0,07 steht. Warum? Weil 1,6 plus 0,07 1,67 ist. Dort, wo sich die Zahl mit der Spalte dann trifft, das ist die Zahl, die Sie jetzt hier dann brauchen, 0,9525. Den behalte ich mir jetzt hier dann bei und schreibe den jetzt hier dann hin und dann war es das. Ja, das heißt also, in knapp 95% der Fälle ist es so, dass jetzt hier das Gewicht dann mehr oder mindestens jetzt hier dann 987,5 Gramm wäre. Gut, meine Damen und Herren, dann Teilaufgabe B. Ja, funktioniert eigentlich genauso. Wahrscheinlichkeit ist gesucht, dass jetzt hier dann das Gewicht zwischen 990 und 992 ist, aber letztlich im Endeffekt ja hier sozusagen ausschließlich. Ja? Sie sind jetzt wieder nicht dabei. Gut, aber es wäre jetzt ja auch kein Unterschied, wenn es jetzt hier dann, also statt hier zum Beispiel, ne, also x kleiner gleich 992 gestanden hätte. Das schreibe ich jetzt hier auch mal dazu. Und zwar der Grund dafür ist natürlich jetzt hier dann, dass die Normalverteilung eine stetige Verteilung ist. Also wie gesagt, bei stetigen Verteilungen ist es egal, ob ich kleiner oder kleiner gleich schreibe. Ja? Das macht jetzt hier dann also keinen Unterschied. Nur bei diskreten Verteilungen gegebenenfalls wäre das jetzt hier dann von Bedeutung, ne? Weil ja im Prinzip jetzt hier das dann über die Fläche der Gerade jetzt hier dann machen würde. Aber ich benutze jetzt hier das dann trotzdem, um hier das mal vielleicht mal zu zeigen, wie ich das jetzt hier dann weitermache, weil ich berechne jetzt erstmal die Fläche der Dichte von x bis 992 und ziehe jetzt hier davon ab die Fläche der Dichte von x bis 990. Ja, dann hätte ich dann sozusagen jetzt hier nur noch die Fläche bei 990 abgezogen. Deswegen hätte das jetzt hier dann nicht verändert. Aber gut, also wie gesagt, bei stetigen Verteilungen ist es egal, ob klein oder kleiner gleich. Ich habe das jetzt hier aber versucht, jetzt hier so exakt wie möglich jetzt hier dann die Vorgehensweise zu erläutern, ne, damit sie das jetzt hier nicht verwirrt. Und ja, für den setze ich jetzt hier dann den Wert 992 minus der Erwartungswert, der dadurch die Standardabweichung in die Verteilungsfunktion an, genauso wie jetzt hier dann bei dem auch. 990 minus der Erwartungswert geht da durch die Standardabweichung, also der jeweiligen Verteilung, was ich jetzt hier dann bestimmen will. Gut, meine Damen und Herren, also hier gibt es jetzt auch nochmal eine Rundungsproblematik. Hier kommt dann 4 Drittel raus. Das war sozusagen jetzt hier bei der Vorbereitung bei mir dann falsch gewesen. Hier kommt dann 0 raus. Wenn ich dann in die Verteilungsfunktion 0 einsetze, dann berechne ich ja die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 0. Und die Fläche der Dichte von minus unendlich bis 0 ist natürlich 0,5. Also da muss ich dann sozusagen das dann nicht mehr in die Tabelle nachschauen, ne? Weil ich das jetzt hier schon weiß. Der Median der Standardnormalverteilung, meine Damen und Herren, ist 0. Ne? Also es ist der Wert, der von der Hälfte nicht überschritten wird. Gut, dann 4 Drittel runde ich jetzt hier auf 1,33. Ja, das behalte ich jetzt hier nochmal bei, damit Sie das sehen, dass die Rundung jetzt hier dann nicht dadurch zustande gekommen ist, sondern deswegen, ja, also weil hier gerundet werden muss. Und dann berechne ich dann sozusagen das aus der Tabelle, also ich berechne das jetzt hier dann nicht, sondern schaue danach. Ich gehe in die Zeile, wo 1,3 steht und die Spalte, wo dann 0,03 steht und dann bei 1,3 plus 0,03
1,33 ergibt. Da steht jetzt hier die Wahrscheinlichkeit von 90,82%. Und den nehme ich jetzt hier dann mal dafür. Hier kommt dann 0,5 heraus. Das sollten Sie jetzt hier dann mal sehen. Und wenn Sie das jetzt hier dann abziehen, kommt dann 40,82% heraus ungefähr. Also das ist ja sozusagen die gesuchte Wahrscheinlichkeit hierfür, meine Damen und Herren. Also das ist eigentlich immer dasselbe, wenn Sie im Prinzip jetzt hier dann diese Standardisierungsformel jetzt hier dann über die Verteilung zu einer Standardnummerverteilung dann merken, dann kann man sich jetzt hier dann relativ viele kleine Schritte jetzt hier nochmal dazwischen dann sparen. So, dann jetzt hier dann Teilaufgabe C. Welche untere Grenze wird jetzt hier dann von 33% der Barren nicht eingehalten? Da suche ich jetzt hier natürlich das 33% Quantil der Verteilung von x. Und das 33% Quantil, wie gesagt, wie jedes Quantil berechne ich über diese Formel. Die Formel hatte ich dann in der Vorlesung erklärt. Also da auch würde ich vielleicht nochmal dann Ihnen die Vorlesung empfehlen, um das jetzt hier dann mal nachzuschauen, wenn Sie damit noch mal ein bisschen Probleme haben. Und ich benutze das jetzt hier einfach nur. Das heißt also, da muss ich das jetzt hier dann nicht mehr tun. Dort steht dann die Erklärung, habe ich jetzt immer Schritt für Schritt dann hergeleitet, aber das ist jetzt Ihnen eigentlich egal. Sie nehmen jetzt hier dann das, also analog dazu, das 33% Quantil der Standardnummerverteilung, multiplizieren das mit der Standardabweichung, was ja 1,5 war, nicht 1,5 zum Quadrat, sondern 1,5 war die Standardabweichung gewesen, und addieren den Erwartungswert jetzt hier dann hinzu. Also da sehen Sie jetzt hier das paar Deklarationen. Und um das jetzt hier dann nachzuschauen, brauche ich jetzt hier dann die Tabelle, die mir jetzt hier dann die Quantile der Standardnummerverteilung dann liefert. Ich suche jetzt hier dann das 33% Quantil der Standardnummerverteilung. Um das jetzt hier dann zu machen, muss ich jetzt sehen, also ich habe jetzt hier dann die Tabelle in der Mitte aufgeschnitten, damit man das jetzt hier dann in der, quasi auf dem Slide dann besser sieht. Ich gehe in die Zeile, wo dann 0,33 steht, und ich gehe dann in die Spalte, wo 0,000 steht. Warum? Weil 0,33 plus 0,000 natürlich jetzt in dem Fall dann 0,33 ist. Ja. Und dann habe ich jetzt hier dann dort den Wert minus 0,4399. Das ist jetzt hier keine Wahrscheinlichkeit, wohlgemerkt. Ja. Sondern das ist jetzt hier dann in dem Fall das 33% Quantil. Der Wert ist natürlich negativ, nicht wahr? Weil die Hälfte der, also die Hälfte der Gesamtfläche natürlich bis 0 gehen würde. Aber ich gehe ja nicht bis zur Hälfte. Ich habe ja nur 33%. Das heißt, da muss ich ein Stückchen weiter nach links gehen, um jetzt hier dann quasi dieses Quantil zu erwischen. Ja, und das habe ich jetzt hier dann auch getan, weil der Wert ja sozusagen dann negativ ist. Und ja, und den nehme ich dann und setze das jetzt hier dann ein. Ja, und dann war es das. Also das ist sozusagen jetzt hier das 33% Quantil der Verteilung. Das ist jetzt wieder mehr oder weniger exakter Wert. Deswegen habe ich das jetzt hier dann nicht auf 4 Stellen hinter dem Komma gerundet. Also wenn ich das jetzt hier in 5 Stellen genau angeben kann, ja, das ist gerade mal so ein Hinweis. Wenn ich doch die exakte Werte habe, jetzt hier am Ende, gut, also hier in der Mitte habe ich gerundet, ne, das sind Rundungswerte, ist aber trotz allem der hier dann nicht mehr, ja, dann lasse ich den halt einfach so da stehen, ja. Das ist sozusagen mein Approach, ja, also da muss ich jetzt nicht rund, das wäre sozusagen nur eine Stelle, was ich jetzt dann abschneiden würde, ja, von jetzt hier dann von dem Ergebnis, also mache ich jetzt nicht. Gut, dann, meine Damen und Herren, jetzt die nächste Teilaufgabe dazu, und zwar, wie lauten die Grenzen des zentralen Schwankungsintervalls? Also, hier sehen Sie auch nochmal zentrales Schwankungsintervall, ja, von bis. Hier ist jetzt das 95% Intervall gefragt, ne? Also das 95% Zentralschwankungsintervall. Das bedeutet also, ich schneide 2,5% links und 2,5% rechts ab. Und dort liegen dann jetzt hier dann 95% der Verteilung, ne? Im Prinzip. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dann im Prinzip jetzt in das Gewicht in dieses Intervall dann fällt, beträgt ja genau dann 95%. Und dann muss ich ja sozusagen diese beiden Zahlen dann ausrechnen. Also ich rechne sozusagen zwei Quantile aus, weil, wie gesagt, also einige fragen, ob das jetzt hier in der Klausur drankommt. Ja, weil Sie müssen ja Quantile ausrechnen. Ja, also Quantile müssen Sie ja sozusagen jetzt hier dann ausrechnen können. Wenn ich das 95% Intervall jetzt hier dann berechnen will, dann schneide ich ja 2,5% links und 2,5% rechts dann ab. Das bedeutet also, ich suche jetzt hier in dem Fall, wenn Alpha dann 5% ist, was ich hier abschneide insgesamt, nicht wahr? Dann ist es jetzt hier dann einmal das Alpha halbe Quantil, also spricht jetzt hier dann das 2,5% Quantil. Und das 2,5% Quantil kann ich mir jetzt hier dann aus der Tabelle dann besorgen, später für die Standardnummerverteilung. Aber um das jetzt hier dann zu berechnen, wende ich jetzt hier mal diese Formel nochmal an. Das heißt, ich nehme jetzt hier dann das 2,5% Quantil der Standardnummerverteilung, multipliziere es mit der Standardabweichung, addiere den Erwartungswert hinzu, gemäß dieser Formel. Wie gesagt, also die Formel habe ich erklärt in der Vorlesung, deswegen sollten Sie das dazu mal nachschauen, wenn da jetzt hier vielleicht mal Probleme gibt. Und dann brauche ich jetzt hier nur noch das 2,5% Quantil der Standardnummerverteilung. Das 2,5% Quantil der Standardnummerverteilung kann ich jetzt hier besorgen
aus der Tabelle die Quantile der Standardverteilung heißt. Und zwar, die finden Sie jetzt hier in der Zeile, wo dann 0,02 steht und wo jetzt hier dann oben drüber 0,005 steht, weil 0,02 bis 0,005 natürlich jetzt in der 2,5% sind. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte dann trifft, nämlich jetzt hier bei der Zahl minus 1,96, das ist jetzt hier in dem Fall dann das 2,5% Quantil der Verteilung. Da multipliziere ich den jetzt hier mit der Standardabweichung und addiere den Erwartungswert hinzu, gebe das in den Taschenrechner ein und bekomme jetzt hier dann die Untergrenze von 987,06 Gramm heraus. Also hier war mittendrin jetzt hier gerundet worden, deswegen ist jetzt hier nicht ganz exakt, aber das ist schon relativ genau trotz allem. Gut, dann brauche ich jetzt hier dann noch das 97,5% Quantil, also wie gesagt, das Alpha halbe Quantil und das 1 minus Alpha halbe Quantil. Wenn Alpha 5% sind, ist es jetzt hier dann das 97,5% Quantil und den berechne ich wieder mit dieser Formel. Das heißt, ich besorge mir das 97,5% Quantil der Verteilung von der Standardnormalverteilung wohlgemerkt, ne? Und dann multipliziere ich den mit der Standardabweichung, was jetzt hier dann 1,5 war, und addiere dann 990, was der Erwartungswert war, einfach jetzt hinein dazu. Jetzt passen Sie auf. Es gibt eine Beziehung zwischen dem 2,5% Quantil und dem 97,5% Quantil. Das sollten Sie ja nochmal wissen. Das liegt nämlich daran, dass die Dichtefunktion ja symmetrisch ist, nicht wahr? Das heißt, wenn Sie dann 2,5% links abschneiden, dann sind Sie ja beim 2,5% Quantil angekommen. Wenn Sie 7, also 2,5% auf der rechten Seite abschneiden, sind Sie ja beim 97,5% Quantil angekommen, nicht wahr? Das bedeutet ja im Prinzip, ne, dass so der Wert des 97,5% Quantils entspricht ja dem negativen Wert des 2,5% Quantils und umgekehrt, weil die Dichtefunktion ja genau symmetrisch zur Y-Achse ist, nicht wahr? Also das ist ja im Prinzip jetzt wie bei jeder stetigen Verteilung so, die symmetrisch zur Y-Achse dann sein soll. Und das mache ich mir jetzt hier in dem Fall dann zunutze. Ja? Deshalb muss ich das nur mal, muss ich ja nicht nochmal nachgucken in der Tabelle. Ja? Sie können aber gerne natürlich nochmal nachgucken in der Tabelle. Das, wie gesagt, das wäre jetzt hier kein Unterschied. Aber ich habe mir das jetzt hier mal gespart, weil ich weiß jetzt hier, wie gesagt, aus dieser Formel, dass das 97,5% Quantil der Verteilung, ne, also was ich jetzt hier nun mal dann quasi haben will, dem negativen Wert des 2,5% Quantils entspricht. Also wenn Sie P 0,975 einsetzen, ist dann 1 minus P 0,025. Und wenn jetzt hier das 2,5% Quantil minus 1,96 war und dann das 97,5% Quantil gesucht ist und da ja die Dichte symmetrisch zur Y-Achse ist, ist dann der Wert des 97,5% Quantils genauso groß wie der negative Wert des 2,5% Quantils. Also den Wert, ne, inklusive dem Minuszeichen, minus 1,96, müssen Sie einfach nur mit minus 1 mal nehmen. Und dann haben Sie 1,96 draus. Das ist jetzt Ihnen eigentlich ganz einfach. Und dann hätten Sie dann der Rest, mal Standardabweichung plus der Erwartungswert. Und dann bekommen Sie die Obergrenzen des Intervalls heraus. Ich habe das jetzt hier nur hingeschrieben, dass das 95% zentrale Schwankungsintervall jetzt hier dann von diesem Wert bis zu dem Wert, der jetzt hier dann gehen würde. Ne? Muss ich jetzt hier nochmal gucken, ob ich das richtig aufschreibe. Machen Sie ruhig ein Standbild davon, meine Damen und Herren. Ja? Und wie gesagt, das ist jetzt hier dann die Lösung der Aufgabe. Also um jetzt hier nochmal das Thema zentrale Schwankungsintervall jetzt hier dann hoffentlich dann abzuhaken. Ne? Also das hatte ich ja noch in der Vorlesung gemacht. Jetzt hier dann nicht mit der Normalverteilung, sondern jetzt hier dann mit der stetigen Gleichverteilung. Aber die Vorgehensweise ist im Prinzip dann analog. Nicht wahr? Sie schneiden jetzt hier dann links und rechts jetzt hier was die gleiche Fläche dann ab. Ne? Und da wäre da sozusagen jetzt hier dann entsprechend, also einmal das Alpha halbe Quantil und einmal das 1 minus Alpha halbe Quantil jetzt hineingesucht, wenn Sie insgesamt eine Fläche von Alpha bei der Dichte links und rechts zusammengenommen dann abschneiden. Ne? Das schneiden Sie Alpha halbe auf der linken und Alpha halbe auf der rechten Seite dann ab. Das glaube ich jetzt hier dann auch klar. Na gut, das war jetzt hier dann die Aufgabe 24, jetzt kommt die Aufgabe 25. Und zwar, da gibt es hier ein Institut, ja, sagt mit 5%iger Wahrscheinlichkeit jetzt das Wetter richtig voraus und anderes mit 6%, nicht 5%, sorry, 50%, ja. Anderes mit einer Wahrscheinlichkeit von 60%, was jetzt hier dann etwas gering wäre. Na gut, hier nochmal zwei Ereignisse, A und B. Ereignis A, das ist das erste Institut, das richtige macht, und Ereignis B, das zweite. Nicht wahr? Und hier steht noch, dass sie unabhängig sein sollen. Also das werde ich jetzt hier nur dann benutzen, um beispielsweise die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge auszurechnen. Ja, da hat mich jetzt ja auch jemand gefragt, ja, kann ich davon ausgehen, dass sie unabhängig sind? Wenn das da steht, ja, wenn nicht, dann nicht. Ja, da muss man aufpassen. Wenn es nicht da steht, heißt es nicht, dass sie abhängig sein müssen. Ja? Muss man aufpassen. Also können ja auch unabhängig sein, nur vielleicht verschweigt man das ja dann. Also wie gesagt, aber aus den Informationen. Na, ich habe jetzt hier nur die Wahrscheinlichkeit von A, nur die Wahrscheinlichkeit von B gegeben. Die Wahrscheinlichkeit von A sind jetzt 50% Wahrscheinlichkeit von B, sind da 60% halt, ne? Und mehr weiß man nicht, außer dass die unabhängig sind. Wenn man aber weiß, dass die unabhängig sind und ich suche die Wahrscheinlichkeit
dass beide das Richtige tun, da suche ich ja die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge wohlgemerkt. Ne? Also da sieht man ja im Prinzip, dass man dafür jetzt hier dann die Unabhängigkeit dann braucht, um das zu berechnen. Weil die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge ist dann, wenn sie unabhängig sind, nichts anderes als das Produkt der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Das eine war 0,5, das andere war 0,6. Also die Hälfte jetzt hier dann von 0,6 ist jetzt hier dann 0,3 und damit jetzt hier dann sagen beide 30-prozentige Wahrscheinlichkeit das Richtige voraus. Es sei denn, also die sind ja unabhängig, wenn die das jetzt hier unabhängig voneinander tun, aber was ich jetzt hier dann eigentlich bezweifle, ja so in der Praxis, glaube ich jetzt hier dann nicht, dass die einzelnen Institute ja unabhängig jetzt hier dann voneinander dann agieren. Also nicht im Sinne, dass sie dann voneinander abschreiben, aber das, was der eine vorhersagen würde, sagt tendenziell auch das andere dann voraus in den meisten Fällen. Ja, also insofern ist die Unabhängigkeitsannahme jetzt hier dann in der, glaube ich, in der Praxis eher nicht erfüllt. Aber gut, das ist jetzt egal, das können Sie ignorieren. Also wenn das jetzt eben auch nicht konsistent ist mit der Realität und so weiter, das muss Sie nicht bocken, das ist vollkommen egal. Gut, meine Damen und Herren, dann Teilaufgabe Bertha. Und zwar, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide jetzt hier dann das Richtige vorhersagen, wenn man weiß, dass mindestens einer das Richtige tut? Hierbei handelt es sich um eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und woran Sie es erkennen? An dem Trägersatz oder Sätzchen, wenn man weiß. Ja? Also wenn man weiß, und das steht dann da drin, dann ist es eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ja? Das sollten Sie jetzt hier nochmal sehen. Und was weiß man? Und das, was man weiß, schreibt man einfach auf die rechte Seite, weil das die Bedingung sein wird. Man weiß im Prinzip oder man solle wissen, dass jetzt jeder mindestens einer jetzt jeder das Richtige tut und in der Vereinigung sind ja mindestens, na, also wenn mindestens einer das Richtige tut, ja, ist ja im Prinzip jetzt hier dann die Vereinigung der Ereignisse jetzt hier am Start. Nicht wahr? Das heißt, die Vereinigung ist dann die Bedingung der Wahrscheinlichkeit und ich suche ja die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Richtige tun. Deswegen, also das ist jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge wohlgemerkt. Das ist jetzt hier dann eigentlich auch sowas Ähnliches, was wir in der Vorlesung gehabt hatten. Ne? Also das ist im Prinzip ja nichts anderes. Also ich habe das sozusagen jetzt hier dann auf der mit Hilfe von Mengenoperatoren ist jetzt hier auseinandergebrochen und da kann ich jetzt hier dann die Aufgabe damit dann nicht mehr lösen. Ich muss einfach nur wissen, was die bedingte Wahrscheinlichkeit ist. Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist immer die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge der beiden, also von dem und von dem, nicht der Schnittmenge von A und B, sondern der Schnittmenge von dem Ereignis und von dem Ereignis, also die schreibe ich jetzt hier beide ab, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann der Bedingung. Die Wahrscheinlichkeit der Bedingung ist dann jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung. Muss ich jetzt hier dann eigentlich nochmal ausrechnen. So, in der Vorlesung hatte ich dann auch im Prinzip dann klar gemacht, dass die Schnittmenge von A geschnitten B und A vereinigt mit B nichts anderes ist als die Schnittmenge von A und B. Warum? Weil die Schnittmenge von A und B eine Teilmenge der Vereinigung ist. Wenn ich eine Menge mit seiner Teilmenge schneide, dann kommt immer die Teilmenge raus. Da die Schnittmenge von A und B, wie gesagt, in der Vereinigung liegt, dann ist die Schnittmenge von dem und von dem natürlich jetzt hier dann nichts anderes als die Teilmenge, die jetzt hier dann da drin liegt. Und die Teilmenge ist jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeit, jetzt hier dann, also ich suche ja im Prinzip jetzt hier dann die Wahrscheinlichkeiten dazu. Die war ja nur 0,3 gewesen, das hatte ich jetzt hier dann auch in dem ersten Teil berechnet. Also hier ist jetzt auch nochmal das Problem, das ist jetzt nach der Multiple-Choice-Klausur, wenn Sie im Prinzip jetzt hier dann den A-Teil nicht haben, dann können Sie jetzt hier in der dummen Weise auch den B-Teil ja nicht richtig haben, wie man das jetzt hier dann quasi dann machen würde für die Klausur. Also ich versuche das natürlich auch so zu gestalten, dass sich jetzt hier dann solche Folgefehler dann vermeiden lassen. Aber das Problem, wie gesagt, ist nach der Multiple-Choice-Klausur, es gibt da keine Folgefehler, ja, die ich dir beim berücksichtigen kann. Also wenn Sie dann Teil A verkackt haben, haben Sie automatisch jetzt hier dann Teil B verkackt. Das können Sie dann nicht haben, ja, in dem Fall. Das ist halt ein bisschen blöd, aber gut, alles hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei der Multiple-Choice-Klausur, Sie müssen es ja nur ankreuzen. Sie müssen sie nicht begründen zum Beispiel. Ja, also, oder Sie müssen das jetzt nicht herleiten. Also, ich kann da sozusagen, also alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Das ist jetzt hier mal leider bei 800 Leuten jetzt hier ein Problem, wenn man insbesondere jetzt hier dann nur eine Frist von 2 Wochen hat, um das zu korrigieren. Ja, was ich jetzt hier noch ein bisschen pervers finde. Aber gut, das lassen wir das mal. Ja gut, also um das mal vielleicht mal klar zu machen, ja, wie gesagt, seien Sie doch vorbereitet, dann müssen Sie natürlich nachdenken, also das Ergebnis jetzt Ihnen sicher sein muss, ja. P von A plus P von B minus P von A geschnitten B, damit kann ich ja sozusagen die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung berechnen, ja, das ist jetzt hier dann noch das, was dann fehlt. Wahrscheinlichkeit von A war 50%, Wahrscheinlichkeit von B war 60% und die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge war 30% gewesen. Nicht wahr? Also auch der Nenner wäre falsch, ja, wenn man das jetzt hier dann nicht hätte. Ja gut, und dann habe ich jetzt hier dann 37,5% heraus. Das ist ja also sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass beide das Richtige tun, wenn mindestens einer von denen das Richtige macht. Ja, also hier auch nochmal sozusagen bedingte Wahrscheinlichkeiten und so weiter und so weiter. Ja, das
sollte man jetzt hier, glaube ich, dann. Also das ist so ein ähnliches Beispiel wie jetzt hier in der Vorlesung. Ist jetzt nicht schlimm. Ja, das ist vielleicht mal noch so ein bisschen nochmal dann wiederholt wird. Ja, aber das sollten Sie jetzt hier nochmal auch, glaube ich, dann noch sehen. Teilaufgabe C. Ich habe das jetzt hier mal hingeschrieben, was gesucht wird. Eigentlich hätte es jetzt hier schon vielleicht dann doch verschweigen müssen. Aber gut, egal. Ist jetzt so gekommen, wie es ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau eines der Institute das Richtige tut? Ich habe das jetzt hier dann so gemacht, dass ich aus der Vereinigung die Schnittmenge rausnehme. Ja, also aus der Vereinigung, ne, mindestens eine, nehme ich die Schnittmenge raus. Und dann habe ich ja sozusagen im Prinzip die Vereinigung der Differenzen. Und die Vereinigung der Differenzen, nicht wahr, beziehen sich jetzt hier dann auf das Ereignis, dass genau einer von denen das Richtige tut. Ne? Also nicht zwei, nicht drei und so weiter, sind ja nur zwei. Also einer von denen macht das Richtige und nur einer. Ne? Das heißt aber hier die Wahrscheinlichkeit der Differenz, das hatten wir auch schon. Also in der Vorlesung hatte ich da sozusagen das entwickelt. Machen Sie sich das mal klar, Differenz. Wahrscheinlichkeit von der ersten minus die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge der beiden. Ne? Hier ist halt nur die Schnittmenge sozusagen im Prinzip wieder die Vereinigung, also die Schnittmenge aus der Vereinigung, aus der Schnittmenge von A geschnitten B, also hier Schnittmenge der beiden, von den beiden. Ne? Und ja, da muss ich natürlich wissen, dass die Schnittmenge von A geschnitten B und A vereinigt mit B jetzt in dem Fall dann auch die Schnittmenge von A und B ist. Warum? Weil die Schnittmenge, wie jetzt in der Teilaufgabe davor, eine Teilmenge der Vereinigung ist. Wenn ich eine Menge mit seiner Teilmenge schneide, wie hier, ne, das jetzt hier dann auch passiert, dann kommt natürlich jetzt hier dann immer die Teilmenge dann raus. Gut, also die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung hatte ich jetzt hier dann auch davor drin. Ne? Also das war das hier gewesen, das habe ich jetzt immer so gemacht. Ne? Über den Additionssatz, wenn man sieht, Wahrscheinlichkeit von A plus Wahrscheinlichkeit von B minus die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge und dann nochmal minus die Wahrscheinlichkeit von der Schnittmenge, ziehe ich eigentlich nochmal ab. Ne? Das kann man nämlich so auch dann machen. Und dann habe ich jetzt hier dann 50% raus, also 50% der Fälle macht genau einer von denen das Richtige. Na gut, meine Damen und Herren, das war die Aufgabe 25. Jetzt kommt dann die Aufgabe 26. Und zwar, das ist jetzt hier dann wieder eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe, so ähnlich jetzt hier, wie ich das jetzt hier im Nachhinein auch sehe, wie das Beispiel aus meiner Vorlesung. Also ich bin ja froh, wenn die meine Nachfolger, ja, die Aufgaben, die ich dann mitbringe, ja, eigentlich jetzt im Prinzip in die Tutorien packen, nur ich kann das jetzt hier noch nicht vorhersehen. Ja, also sorry, wenn Sie sich da so ein bisschen langweilen, ja, dass sich jetzt hier dann die Aufgaben dann wiederholen, aber gut, also es ist jetzt nicht so tragisch, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Der Kontext ist jetzt nur anders. Also dort war Marke A, Marke B, mindestens eine, ne, und so, ne, und hier ist es Klausur M, Klausur S, wenn man so will. Aber vom Konzept her ist es jetzt hier dann dasselbe. Ja? Nur ich benutze jetzt hier eine andere Notation. Ja? Also 80% bestehen Statistik, 90% Mathe und 95% bestehen mindestens eine. Na, dann weiß ich, okay, also wenn ich S für Statistik, also das Ereignis, dass eine zufällige Person Statistik besteht, bezeichne und M bezeichnet jetzt hier dann das Ereignis, dass eine zufällige Person Mathe besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier dann die Klausur, also S, also die Statistik bestanden wird, jetzt hier bei den zufälligen Personen dann offensichtlich dann 80%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mathe bestanden wird, 90% gemäß der Aufgabenstellung und die 95% beziehen sich darauf, dass mindestens eine der Klausuren bestanden wird und mindestens eine heißt im Prinzip entweder nur S oder nur M oder beide. Ne? Das heißt also im Prinzip die Vereinigung. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung, die gegeben ist. Also wie gesagt, das ist so ähnlich wie in der Aufgabe jetzt hier mit den Marken aus der Vorlesung. Ja, also das hat jetzt jemand einfach nochmal geändert. Ja. Aber gut, ich habe das auch schon vor 10 Jahren so gemacht. Ja. Also ich habe auch, glaube ich, die Vorlesung von 2013 noch drauf, ja, auf YouTube. Können Sie sich die nochmal anschauen. Das waren sozusagen meine ersten Anfänge. Ja, mit YouTube. Ja, gut, okay. Man muss ja so ein bisschen mit der Zeit gehen halt. Ne? Was soll man sagen? Was soll man da machen? Gut, also jetzt suche ich die Wahrscheinlichkeit jetzt in dem Fall, ne, dass eine Hörerin, die Statistikklausur besteht, also hier wieder bedingte Wahrscheinlichkeit, weil ich das ja weiß, sie hat ja die Statistikklausur bestanden, ne, dass es dann die Bedingung, auch die Mathe besteht. Ja, also, ja, und dann, gut, also hier in dem Fall bedingte Wahrscheinlichkeit ist immer die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge geteilt durch die Wahrscheinlichkeit der Bedingungen. Ne? Und Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge kann ich aber nicht über das Produkt der Wahrscheinlichkeiten berechnen, dummerweise. Also hier muss ich aufpassen, weil ich keine Informationen darüber habe, ob die beiden Ereignisse S und M unabhängig voneinander sind. Das werden sie nicht sagen im Übrigen. Ne? Aber das ist jetzt hier sozusagen verschwiegen. Und da muss ich jetzt hier ein bisschen aufpassen, aber gut, also dann mache ich das jetzt hier dann über Additionssatz. Die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge ist die Wahrscheinlichkeit von S plus die Wahrscheinlichkeit von M minus die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung. Ja, also wenn Sie
Beim Additionssatz nach der Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge auflösen, bekommen Sie im Prinzip jetzt hier dann diese Analogie heraus. Dann können Sie den ganzen Krempel dann einsetzen. Das habe ich jetzt hier dann auch getan. Wahrscheinlichkeit für S war 80%, für M war 90% und für die Vereinigung 95%. Und wenn Sie das jetzt hier dann durch die Wahrscheinlichkeit von S teilen, dann bekommen Sie jetzt hier dann 15 Sechzehntel heraus, was jetzt hier dann 93,75%, 93,75% sein wird. Ne? Das heißt also, das ist die Wahrscheinlichkeit im Prinzip, dass die Mathe-Klausur bestanden wird, wenn die Statistik-Klausur bestanden wird. Ne? Ist dann die Frage, welche zuerst dann kommt, aber egal. Das spielt ja keine Rolle. Gut, meine Damen und Herren, dann nächste Teilaufgabe und zwar: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hörerin, welche mindestens eine besteht und hat auch die andere besteht? Also hier wieder dasselbe: Wahrscheinlichkeit von der, ne, also bedingte Wahrscheinlichkeit, weil man weiß ja sozusagen, ne, etwas über die Hörerin, was man ja weiß, dass es mindestens eine bestanden hat. Das ist dann die Bedingung. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit von der Schnittmenge gefragt, also unter den Bedingungen der Vereinigung. Das ist genau im Prinzip die gleiche Analogie. Das heißt also, wenn ich dann die bedingte Wahrscheinlichkeit daraus mache, ist es die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge. Und ich habe ja gesehen, dass die Schnittmenge von A geschnitten B und A vereinigt mit B jetzt hier dann A geschnitten B ist. Also ist die Schnittmenge, also es war sozusagen die Aufgabe davor. Da muss ich das jetzt hier nicht nochmal erklären, hoffentlich. Also es das heißt im Prinzip dann die Wahrscheinlichkeit hiervon, also dass wenn ich dann letztendlich im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit hiervon berechne, ne, und davon, also geschnitten, ne, wenn ich die beiden sozusagen schneide, kommt die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann von S geschnitten M heraus, nicht wahr? Ne, also wenn ich dann eine Teilmenge, ne, also S geschnitten M ist eine Teilmenge von S vereinigt mit M, wenn ich jetzt hier sozusagen eine Teilmenge mit seiner Obermenge, nennen wir das jetzt mal so, dann geschneide, dann kommt natürlich jetzt hier eine Teilmenge heraus. Und das war jetzt hier dann 0,75, nicht wahr? Und ne, das hatten wir jetzt hier dann davor. Und die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung war 0,95. Also wenn ich die beiden miteinander teile, kommt jetzt hier dann 15 Neunzehntel raus. Das ist ungefähr knapp 89%, 79% dann. So, das war jetzt hier dann die Teilaufgabe Beta. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, hoffentlich. Teilaufgabe C. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hörerin, welche die Mathe-Klausur nicht bestanden hat, auch die Statistikklausur nicht besteht, ne? Also Mathe nicht, Statistik nicht, ne? Also Mathe nicht bestanden, das ist das, was man weiß, deswegen ist das jetzt sozusagen die Bedingung, gucken Sie mal. Und ich habe jetzt hier meine Notation C benutzt, ja, also um jetzt ein bisschen Abwechslung zu haben, ja, für Komplement. Das kann man so oder so machen, also manchmal in der Vorlesung habe ich dann Querstrich gemacht für das Komplement oder so ein kleines C, dass Sie das auch mal sehen, ja, also wie gesagt, das, die Leute, die Statistik machen, kennen das alle. Ja, und wie gesagt, da können Sie sich eins aussuchen im Prinzip, also wie Sie dann arbeiten wollen. Und suche ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass die Statistikklausur auch nicht bestanden wird. Also wie gesagt, wenn hier ein kleines C steht, ist es das Komplement davon. Ja? Das ist immer die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge dadurch die Wahrscheinlichkeit der Bedingung. Das gilt auch hier. Die Wahrscheinlichkeit der Bedingung kann ich ja berechnen über die Gegenwahrscheinlichkeit. Und die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge der beiden Komplemente ist laut De Morgan nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit des Komplements der Vereinigung. Na, also das ist sozusagen jetzt hier dann im Prinzip dann De Morgan gewesen. S geschnitten M, na, das, also S, sorry, S vereinigt mit M, davon das Komplement, also außerhalb der Vereinigung, ja, S nicht und M nicht. Na, also das ist jetzt hier dann dasselbe. Warum? Weil ich den natürlich jetzt hier dann auch über die Gegenwahrscheinlichkeit berechnen will. Das sieht man hier dann auch. Und wenn ich den über die Gegenwahrscheinlichkeit berechne, also den hatte ich jetzt hier dann 95% jetzt hier und dann hier für den an 90%, dann kommt jetzt hier, wenn ich das einsetze, 5% geteilt durch 10%, jetzt hier dann 50% heraus. Also wenn Mathematik nicht bestanden wird, ist die Wahrscheinlichkeit 50%, dass die Statistikklausur auch nicht bestanden wird. Ne? Das ist das im Prinzip, was wir hier haben. Naja, gut, meine Damen und Herren, dann, ja, nächste Aufgabe, Aufgabe 27. Und zwar, also da gibt es jetzt hier dann eine Werkstatt, da produziert man Autos. Montag sind vielleicht andere Leute jetzt hier dann an Schichtarbeit oder vielleicht sind die noch am Wochenende betrunken, weiß jetzt hier dann nicht. Und dann gibt es jetzt hier dann Mängel, aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag geht's. Ja, und da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann, dass da Schrott produziert wird, 1,5%. So, also ich nenne das jetzt hier mal aus, also für Ausschussware und MO für Montag, also dass Sie das mal Bescheid wissen.
Werktage sind jetzt wieder montags bis freitags. Das ist jetzt hier dann aus der Aufgabenstellung nicht ersichtlich, weil Samstag ist nämlich auch ein Werktag. Ja, das ist halt leider das Problem. Also da werde ich jetzt hier auch nochmal, um das, das vielleicht mal, mir passiert das nicht, ja, dass man sozusagen so eine Auslegungssache dann hat. Ja, aber hier hat man auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag explizit in der Aufgabenstellung genannt. Also das sollte zumindest jetzt hier dann die Tatsache rechtfertigen, dass sich dann die Aufgabe jetzt hier nur auf diese Werktage bezieht. Also auch wenn Samstag jetzt ein Werktag ist. Ja, das merke ich an den Strafzetteln. Ne? Ich habe es mal ausprobiert, dann habe ich ja nachgeschlagen. Also stand ja, was weiß ich, Werktags und so, bla bla bla, Halteverbot und so, dann kann man da halten. Und dann habe ich am Samstag da geparkt und das war sozusagen, habe ich einen Strafzettel bekommen, weil Samstag halt ein Werktag ist. Also ich habe jetzt auch mal einen Fahrlehrer gefragt, der mir das erklärt hat. Naja, gut, also wie gesagt, ich gebe zu, dass die Aufgabenstellung in der Hinsicht jetzt ein bisschen verwirrend ist, aber wie gesagt, die sind jetzt hier auf der anderen Seite die Tage explizit genannt worden, wo gearbeitet werden würde. Das lässt jetzt sozusagen die Vermutung zu, dass es also nur an diesen Tagen dann geschieht. Ja, aber ich achte natürlich jetzt hier dann bei der Konzeption der Aufgabenstellung darauf, dass sowas dann nicht passiert, also dass man sozusagen keine Auslegungssachen dann bekommt. Ja, deswegen habe ich nochmal hingeschrieben, dass die Werktage jetzt dann von montags bis freitags jetzt hier dann sind in diesem Kontext. Ja. Die 4% kann ich dann abbilden, indem ich jetzt hier dann weiß, also wenn am Montag jetzt hier dann gearbeitet wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit 4%, ne, für Ausschussware. Das sieht man hier dann auch. Und wenn man jetzt hier dann nicht am Montag gearbeitet hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt hier dann für Ausschussware halt 1,5%. Ne? Bitte beachten Sie, dass es nicht die Gegenwahrscheinlichkeit ist, weil das sind jetzt natürlich keine komplementären Ereignisse wohlgemerkt. Ne? Das sieht man jetzt hier eigentlich auch ganz gut. So, dann betrachten wir jetzt hier mal die Aufgabenstellung. Also wie gesagt, das ist das, was ich aus der Aufgabenstellung auslese. Wenn jetzt hier an jedem Werktag die gleiche Anzahl von Autos produziert wird, ich war dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Montag passiert, dann fünf, also ein Fünftel, ne, wenn nämlich dann 20%, wenn es jetzt hier nur fünf Werktage jetzt hier dann sind. Und wenn man jetzt hier dann ein Auto dann zufällig herauswählt, was jetzt hier dann Mängel aufweist, bedingte Wahrscheinlichkeit, Mängel, das weiß man, also das hat sozusagen Mängel, Ausschussware, ja. Wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass es Montag dann produziert wurde? Ich berechne zunächst mal, um das jetzt hier dann zu klären, die Wahrscheinlichkeit für Ausschussware aus dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Ne? Das muss man sozusagen umstellen, deswegen habe ich das jetzt hier an die Ereignisse so gemacht, dass Sie es machen können. Also Wahrscheinlichkeit für Ausschussware, wenn Montag, mal die Wahrscheinlichkeit für Montag plus die Wahrscheinlichkeit für Ausschussware, wenn nicht am Montag, mal die Wahrscheinlichkeit für Montag. Ne? Also das ist sozusagen jetzt dann die gewichtete Summe, jetzt dann die bedingten Wahrscheinlichkeiten für Ausschuss, ne? Gewichtet mit den jeweiligen Bedingungen. Ne? Also das hat man sozusagen jetzt hier dann auch drin. Das ist der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Ne? Die kann man verallgemeinern, wenn man jetzt hier dann eine Zerlegung hat von mehreren Ereignissen. Ne? Aber in der Klausur werden es nur zwei sein, weil das ja gerade jetzt hier in der Formelsammlung dann so angemerkt ist, ne, und sich dann die Aufgabenstellung jetzt hier dann so darauf bezieht. Aber ich werde jetzt hier auch mal so eine leichte Transferaufgabe dann hochladen, wo dann die Zerlegung nicht in zwei Teilmengen erfolgt, sondern jetzt hier dann mehrere. Ja? Also glaube nicht, dass Sie dann überrascht sind, weil die Analogie ist jetzt hier dann trotzdem die gleiche. Ja? Gut, also dann werde ich jetzt hier das nochmal alles einsetzen. Die Werte stehen ja hier. Wahrscheinlichkeit jetzt, also für Ausschuss, wenn Montag ist 4%. Wahrscheinlichkeit für Montag ist 20% und die Wahrscheinlichkeit dafür, ne, also auch für Ausschuss, wenn nicht am Montag statt, also die produziert wurde, ist dann 1,5%. Mal die Wahrscheinlichkeit, dass der Montag nicht, also nie am Montag produziert wurde, ist dann 80% dann offensichtlich. Das ist ja die Gegenwahrscheinlichkeit dazu. Ja gut, und dann setzen Sie das in den Taschenrechner ein, berechnen Sie dann die Wahrscheinlichkeit für Ausschuss. Warum habe ich das jetzt immer gemacht? Weil jetzt hier im nächsten Schritt die bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ist, dass jetzt Sie dann die Produktion am Montag stattfand, wenn es sich um Ausschussware handelt. Also wenn Ausschuss, mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde es am Montag hergestellt? Das kann ich dann mit dem Satz von Bayes lösen. Satz von Bayes, also hier muss ich dann jetzt ein bisschen umstellen. Das ist die Wahrscheinlichkeit für Ausschuss, wenn Montag mal die Wahrscheinlichkeit für Montag geteilt durch die Wahrscheinlichkeit für Ausschuss. Das merken Sie also hier, Sie sind sozusagen auf die Wahrscheinlichkeit von Ausschuss angewiesen. Deswegen habe ich das jetzt hier dann oben zuerst berechnet, ja, damit ich das jetzt hier dann einsetzen kann. Das werde ich jetzt hier dann noch tun. Wahrscheinlichkeit dafür war 4%, Wahrscheinlichkeit dafür war 20% und Wahrscheinlichkeit dafür war 2% gewesen. Das kommt hier sozusagen in den Nenner rein. Und dann habe ich jetzt hier einen Wert von 40% heraus. Das heißt also, wenn Ausschuss, dann 40%, dass es Montag ist. Ja, das ist natürlich jetzt hier dann überdurchschnittlich hoch, weil die Leute jetzt hier dann schlampiger arbeiten. Keine Ahnung warum, ja, weil die vielleicht schon noch von der Party kommen oder so. Ja? Gut, also das ist jetzt hier nur
im Prinzip jetzt hier dann der Kontext. Naja, gut, dann haben wir jetzt hier dann in der nächsten Teilaufgabe die Frage zu beantworten, was passiert hier mit dem ganzen Quatsch? Ja, also ich habe hier sozusagen die Sachen dann ausgeblendet, die sich dann ändern, weil alles andere bleibt. Ja, was passiert, wenn jetzt hier am Freitag 12% alle Autos produziert wird und die restliche Produktion sich gleichmäßig auf die 4 Werktage verteilt? Während am Freitag 12% produziert wird, werden jetzt hier in dem Fall dann 88% in den also von Montag bis Donnerstag hergestellt. Und wenn sich das jetzt hier dann gleichmäßig verteilen würde, dann wäre das 22% pro Tag. Das bedeutet also, die Wahrscheinlichkeit für Montag wäre jetzt hier dann damit dann 22%. Dann kann ich das jetzt hier dann einsetzen, das habe ich jetzt hier dann auch getan. Und die Gegenwahrscheinlichkeit hierzu wäre jetzt hier dann offensichtlich 78%. Wenn Sie das in den Taschenrechner eingeben, bekommen Sie dann ungefähr 2,05%. Das ist jetzt nicht ungefähr, sondern genau. Und den Wert setze ich dann wiederum hier unten ein. Und hier für Montag, ne, also dafür setze ich jetzt hier dann 22% hier ein und bekomme jetzt hier dann als exaktes Ergebnis 88, 205. Ne? Das heißt also von 205 Autos, die im Durchschnitt ja, Ausschussware sind, werden 88 montags produziert dann in dem Fall. Und das entspricht jetzt hier einer Wahrscheinlichkeit von knapp 43% dann. Ja, meine Damen und Herren, das war's gewesen. Also hier nochmal vielleicht in etwas kürzeren Fassung. Ja, vielleicht, also ich weiß nicht genau, ob Ihnen das jetzt hier dann so die schnellere Fassung besser gefällt als auf die langsame. Ich habe das jetzt hier noch nicht live gelöst, also von daher wäre das jetzt hier dann angebracht. Aber wenn, schreiben Sie es vielleicht in die Kommentare, wenn Sie mögen, ob Ihnen jetzt hier dann die schnellere Variante dann besser gefällt und ob er da vielleicht jetzt etwas langsamer dann rechnen soll. Ja? Gut. Das war's, meine Damen und Herren, und wir sehen uns in der Vorlesung. Bleiben Sie stabil. Bis dann. Vielen Dank.